Kann ich bitte auf dem Splash jeden einzelnen Mittelfinger sehen? Ich läute das ein, sieh die Bräute, die schreien, Feucht in den Bein, beißen ins Feuchtchen hinein, keuchen und fein, sieh, was Benny verbockt hat. Mein Name ist Casper und ihr glotzt das Splash-Mag. Das Splash-Magazin am Splash-Sonntag mit dem Headliner, Casper. Hello, hello, dass man das nochmal sagen kann. Wie? Mit dem Headliner. Naja, aber war das nicht dein Ziel, als du, wann warst du zum ersten Mal auf dem Splash? Och, come on. Ne, das ziehen wir jetzt durch, das bleibt real. Casper, Cas ist dabei, weil er Talent hatte, keine denn nun. Nix in der Szene zu tun, zerlege die Dudes, alleine stecht Tränen, Tattoos, Pläne sind Mut. Ostdeutschland, Casper, ich hoffe, das kotzt euch an. Bevor du was zu lästern hast, wertet was, krieg ein Deal. Alle Mittelfinger, und ich will alle springen sehen. Und alle Mittelfinger hoch, Mittelfinger hoch. Deutschland ist sonst nichts bloß da. Nun wird dann die Szene gefahren. Alle mit ihren Plänen am Arsch. Mittelfinger hoch, Mittelfinger hoch. Auf einmal ist keiner mehr neben Casper groß da. Wir haben das Game gefickt. Das erste Mal war ich auf dem Splash 2006 auf dem alten Gelände, auf der MC-Bühne nämlich noch. Und dann ist es umgezogen schon 2007, ne? Ja, du warst ja in Puch, da haben wir uns das erste Mal, glaube ich, getroffen. Genau. Und danach ging es ja weiter hier in Ferropolis. Ne, aber Ferropolis ist doch erst seit 3 Jahren oder so. Genau, Ferropolis war nach einem Jahr aus, Zeit waren wir dann hier. Dann war ich ja verdammt oft in Puch. Du warst 2-mal wahrscheinlich da, zu Jay-Z, erinnere ich mich. Oh. Kannst du dich eigentlich noch damals erinnern? Wir haben damals, glaube ich, ein legendäres Interview geführt. Da haben wir, nachdem wir 3 Tage versucht haben, ein Interview zu führen, dann doch eins gemacht und haben das Splash rekapituliert. Jay-Z war damals Headliner, dieses Jahr warst du's. Wie würdest denn du dieses Splash rekapitulieren, so für dich? Dieses Splash würde ich rekapitulieren mit, ich bin noch nie in meinem ganzen Leben so nervös gewesen, also ernsthaft. Aber ich habe eine unfassbar grandiose Martin-Show gesehen, habe leider aufgrund von Nervosität Tyler und A$AP verpasst. Hast du die gesehen? Ja. Wie war Tyler? Sehr gut. Also ich glaube, also ich bin jetzt eher sehr subjektiv, aber ich glaube, dass man mit beiden Shows ja zufrieden gewesen sein kann. Aber ich glaube, dass Tyler solo besser ist als Odd Future. Weil Odd Future im Huxleys, da bin ich nach 3 Songs gegangen. Da war ich echt genervt und es war einfach fürchterlich. Ja, und A$AP hat eben die ganzen Leute rausgeholt, was, glaube ich, auch großartig war. Und das ist so eine Sache, da wollte ich auch mit dir mal drüber sprechen. Ist das eigentlich so ein neues Element, was man sich als Künstler überlegt? Dieser Special-Effekt-Familiending. In deinem Fall kam ja Kollege auf die Bühne. Wie war denn das so? Also, wann kamst du auf die Idee, das zu machen? Wir haben, also es fängt ganz vorne an, von der Verkündung meines Headliner-Slots, der ja mit riesiger Euphorie aufgenommen wurde. Und mit riesiger Euphorie meine ich vernichtende Kritik. Warst du eigentlich da, als es passiert? Und wie hast du darauf reagiert, als dann doch nicht ganz so positiv reagiert wir wurde? Wir sind gerade weggefahren. Wir waren auf dem Weg nach Hause. Und da habe ich es mitbekommen. Und dann habe ich irgendwie ein SMS bekommen. Und er ist so, Alter, das haben alle geboot. Und ich war so, alle? Und dann dachte ich so, das waren bestimmt dann einfach so 100 Shitheads. Und dann warst du, nee, es war schon krass. Danach war ich echt so eine Woche, anderthalb war ich richtig devastated. Und dann hast du dich, ich meine, die Frage ist ja bei dir, wo nimmst du dann eigentlich die Energie her? Oder ich meine, du bist ja ein Stehaufmännchen in der Hinsicht, weil auf dich draufgeschlagen wurde und du dann immer mit einer Idee kommst und alles beendest. So. Das ist wie damals, so? Als ich Röhrenhosen getragen habe. Alle waren so, ey, das ist so schwul, das würden wir niemals machen. Wer trägt denn so eine Scheiße? Geh mal vor die Tür. Ja, also weil die Frage kann man ja dann auch mit einem Album quasi auch, darüber wollte ich dann später reden, aber kann man auch gleich jetzt machen, weil du bist ja derjenige, der irgendwas vorlegt und dann wird es halt von allen kopiert. Und ich habe mich gefragt, wie, du bist wahrscheinlich, ohne dass das jemand offensichtlich sagen würde, der meistkopierteste Rapper im Augenblick so. Ich würde das sagen. Gut. Viele sagen das nicht, sagen dahinter aber. Aber wie geht man denn mit sowas um? Weil du wirst ja immer von den anderen vor dir, also die anderen treiben dich ja quasi vor sich her und du musst ja dann immer das neue Ding machen. Nimmt man das wahr oder ist es dir eigentlich auch scheißegal? Ach doch, man nimmt das schon wahr. Und aber eigentlich ist es ja so das größte Kompliment, was man bekommen kann. Also wenn so eine Platte rauskommt, die 70%, 80% deckungsgleich mit dem ist, was man ein Jahr davor gemacht hat, das ist ja eigentlich so ein sehr großes Kompliment. Aber ich bin ja zum Beispiel,
als wir mit der XOXO unterwegs waren und da wird gefragt, so, was ist das und das, dann sage ich, ja, das ist ein Tokotronic-Zitat. Und dann sage ich, ja, das haben wir da und da gemacht. Und ja, das haben wir da und da gemacht. Aber wenn dann gefragt wird, so, ja, wovon warst du beeinflusst? Und dann ist es so, ja, ja, das habe ich mir so selber ausgedacht und das ist so aus meiner Jugend, dann bin ich so, halt Bullshit. Das stimmt halt nicht. Und das ist so ein bisschen doof. Also ich fände es cool, wenn einfach, aber ich war auch beschäftigt damit, selber eine Platte zu machen, irgendwie auch in der letzten Zeit. Und wie bist du da rangegangen? Also ich meine, war das dann so ein sich loslösen von allem, was sonst passiert, oder hattest du schon eine Vision mittlerweile im Kopf und klar auch vor Augen, wo es jetzt hingehen soll? Nee, das hat sich diesmal echt so, also bei der XOXO gab es auf jeden Fall die Vision, da bin ich wirklich ins Studio und da gibt es da, das erzählt Steady sehr gerne, ich war so, ey, wir müssen das und bla, dann machen wir es so, dann rappt man so drüber, macht man das und bam. Das gab es diesmal nicht, das ist so ein bisschen so on the go gewesen, weil ich meine, ich bin ja auch anderthalb Jahre fast durchgetourt und dann war es so, ja, also wenn wir jetzt eine Platte dieses Jahr noch machen wollen, dann müssen wir das so jetzt machen und so, oh Gott, da war es großer Nervenzusammenbruch. Und was ich auch voll krass bei dir wiederum finde, ist, es gibt ja den Casper, der ungefähr 100 Seiten hat. Ich meine, du dickst Rock, du kennst dich mit wahrscheinlich quasi fast jeder Musik aus. Und was auch so ein Thema ist, du bist ja auch Underground-Rap-Nerd. Ich meine, du rappst halt auf dem Breakbeat und kennst den Typen so. Hast du eigentlich das Gefühl, dass dich die Leute auch falsch einschätzen? Weil du hast dich ja fast entschuldigt und denkst, dass die Backpacker dich hassen, was ja gar nicht der Fall ist. Also aus meiner Perspektive zumindest. Ich hatte heute zweimal die Situation, es gibt zwei deutschsprachige Untergrundrapper, die ich so krass finde. Und ich finde die richtig, richtig, richtig krass. Und ich weiß aber, dass die mich 100 pro Scheiße finden. Wer ist denn das? Ich will halt keinen Namen nennen. Das ist ja dann wieder, das geht ja dann wieder quer durch die Landschaft. Okay. Kann aber, und sind die hier? Und die sind beide hier. Und du bist der Meinung, dass sie keinen Bock auf dich haben? Ich bin 100 pro sicher, dass die das, was ich mache, scheiße finden. Aber das müssen sie auch. Das ist ja, dafür steht das ja. Die müssen mich ja scheiße finden. Aber mit dem Brenk war es sehr witzig, weil dann haben wir diesen Splash-Song gemacht und ich war so, ey, ich fand den Beat richtig geil und bla bla bla. Und ich fand auch die MC8-Platte, die du damals gemacht hast, richtig, richtig, richtig geil. Aber du bist ja hier mit den Betty Ford Boys und so. Und ich so, ich gehe ja immer da einfach davon aus, dass die mich scheiße finden. Aber ich meine, Dexter fand dich ja auch nicht scheiße und hätte dich eigentlich scheiße finden müssen nach der Definition, oder? Ja, das hat mich auch sehr überrascht. Aber warum gehst du denn davon aus, dass man die Scheiße findet? Ich meine, du machst einen Rap-Song mal, und alle finden... Guck mal, dieser ganze Boom-Bap-Rap besteht doch nur daraus zu sagen, ach, ich finde Hipster so scheiße, ach, ich finde Hipster so scheiße, ach, ich finde Hipster so scheiße. Und ich sitze dann immer zu Hause und bin so, in dem Moment, wo du so laberst, bist du der Hipster. Eigentlich. Ja, ich glaube auch, dass es keinen Rapper gibt, der sich selbst als Hipster bezeichnen würde, weil es ist ja ein neues Schimpfwort. Früher war es der Wack MC, heute ist es der Hipster. Ach, was eh nicht schon alles war. Weiß ich nicht. Fühlst du dich als das? Nö. Von daher ist es ja auch eine quasi Definition, weil ich meine, es geht ja auch... Vor allem, ich glaube, wenn man so wirklich, wirklich extrem hip ist, ich glaube, wenn man so, zum Beispiel ASAP, ja, der ist ja, und das ist ja auch Teil seines Images, der ist immer spitze angezogen und der ist immer so ein bisschen Street, aber auch so ein bisschen Fashion und so. Wie anstrengend das sein muss, wenn man immer spitze aussehen muss. Oder? Ja, aber ich glaube, er kriegt das auch relativ gut hin. Und ich meine, bei ihm ist es ja, glaube ich, auch so ein wichtiger Aspekt, dass es zu seinem Lifestyle dazugehört. Ich meine, Action Bronson ist ja auch so jemand, der Mode macht und von Modemenschen respektiert wird. Ja. Der läuft auch mal in so schmandigen Cargo-Hosen rum, oder nicht? Ja, aber zum Beispiel ist der Testimonial von Happy Socks gewesen. Also der macht. Ich glaube aber halt einfach, weil das ein spitzen Typ ist. Ja, aber... Ich glaube, der ist saulustig. Und es ist 4 Jahre her. Ich habe mir billiges Headset geschnappt und ein bisschen gerappt und zackt. Der beste Rapper im Biss, ich generierte einen Hype, der die ganze Zeit an den wie einem Setline klingt. Ah, und so schnell macht das keiner nach, ey, wie die Double-Time-Passage, so schnell macht das keiner nach. Mit dem Season von Roland Kopf, die meine Tragenweite sind, wie meine Macht geschneidert sind, die seiner Lade steifen Hände, dann sehen sie die Weltverkehr. Ey, der Rest der deutschen Rapper mit den Sushi-Bank erledigt, die Geldtransfers. Diese Wannabes, was wollen die machen, ey, und ich hör's noch, wenn's nicht mehr Opa Gold ist. Aber wie siehst du diesen ganzen Trend? Weil ich habe schon das Gefühl, dass Rap, diese ganze Renaissance, die ja mit dir zu begründen ist in wesentlichen Teilen, und Martin und Orsons, man kennt sie ja alle, dass die aber auch sowas gebracht hat, so eine Öffnung, ja? Also sprich, Mode zum Beispiel ist ein Thema, was meiner Empfindung nach auch mit Rap irgendwie zusammenpasst. Siehst du das auch so? Spielt es auch für dich eine Rolle? Also ich denke da tatsächlich nicht so viel drüber nach. Ich wünschte immer, wenn ich so diese ganzen neuen Jungspunde sehe, die immer so total unfassbar krass gekleidet sind, und das ist alles immer so, auch bei uns Alan, also der A zum J, der ist echt immer so,
der kommt aus seiner Wohnung raus und sieht aus wie, ich nenne Kanye Hendrix. Und das aber so einfach so, ich so, wo gehst denn du hin? Musst du Fotos machen oder so? Und er ist so, nö, ich wollte einen Döner holen und dann fahre ich da hin. Really? Also da bist du dann aber schon eher Backpack in der Hinsicht. Das finde ich dann echt, auch richtig krass. Aber was mir, wo wir bei der Splash-Rekapitulation, wenn wir nochmal zurückspringen, ja. Was ich krass finde und auch ein bisschen schade finde, ist halt, zum Beispiel der Martin spielt hier Freitag und macht sich unfassbare Gedanken über die Show. Und es ist, also wirklich, was da alles war, das war unglaublich. Wir haben uns unfassbare Gedanken über die Show gemacht. Und ich glaube, jeder Lokal-Rapper, sag ich mal, der hier so einen höheren Slot kriegt, da wird sich richtig Gedanken gemacht. Ja. Auch letztes Jahr Savage, wo er dann so ganz viele Leute rausgeholt hat und total super. Und da ist dann immer so die Auffassung der Leute so, ja, aber was ist denn mit den Amis? Und dann kommt dann so ein Ami und der spielt dann halt so über so einen halbgeil abgemischten Track, wo eigentlich die Vocals mit drauflaufen, so eine extrem unmotivierte Show und das wird so gefeiert, als wäre der Messias gerade gekommen. Das finde ich echt immer schade. Aber ich finde, ihr solltet da das auch forcieren, dass ihr denen sagt, ja, ihr dürft hier spielen, aber überlegt euch doch bitte was. Wobei man, glaube ich, da aus der Perspektive mal sagen muss, dass ein amerikanischer Künstler, glaube ich, per se erstmal live-showmäßig, glaube ich, in Amerika einfach nicht ausreichend gefördert wird. Und was ich da dieses Jahr so, für mich war der gestrige Tag... Ich bin großer ASAP-Fan, ja. Aber es ist live so. Wenn ihm einfach einer sagen würde, so, ey, du machst die Lichtshow, keine krasse Lichtshow, du machst einfach wirklich alles Lieder, dann machst du so, die Vocals, die brauchst du nicht im Track haben, das kriegst du selber auch hin, das ist super. Und komm, wir lassen die Beats nochmal nachmastern, hä? Aber das wird dann so mega gefeiert, wo ich dann denke so, ich finde den ja auch spitze. Ich find es 10 von 10, ich bin ein sehr großer ASAP-Fan, aber ich bin dann so, live? Wobei man, ich glaube, da sagen muss, dass es im letzten Jahr, wenn man ehrlich ist, wirklich nicht so gut war und dann dieses Jahr schon eine Steigerung zu sehen war, wahrscheinlich auch, was man ja da positiv finden kann, er sich schon insofern Gedanken gemacht hat, als dass er geguckt hat, wer ist alles in Europa oder wer ist alles auf dem Splash und dann holt er sich die Gäste raus, was ja dann auch große Momente für die Leute, glaube ich, sind. Und auf dem Provinzfestival in Anführungszeichen irgendwo hinter Berlin auf einmal Flatbush Zombies mit A$AP Rocky zusammen auf der Bühne rumspringen oder keine die Ahnung was. Wie waren die Flatbush Zombies überhaupt? Sehr gut. Sehr gut. Also es war so ein bisschen wie Odd Future nur aus New York. Ein bisschen crazy, ne? Ja, total, total verrückt. Aber worauf ich hinaus wollte ist, bist du da angepisst von den Amis? Würdest du am liebsten zu ihnen gehen und würdest du sagen, ey, gib dir auch mal ein bisschen mehr Mühe? Und was glaubst du als Künstler? Nein, gar nicht angepisst. Ich bin doch genauso Fan. Wenn der hier langläuft, dann bin ich auch so, boah. Aber ich habe mich auch nicht getraut, Tyler nach dem Foto zu fragen, weil ich einfach nicht weiß, was dann passiert. Aber wie siehst du es denn? Oder? Hast du? Okay. Nee. Okay. 1, 2, 3, 4! Lauter! 1, 2, 3, 4! Lauter! 1, 2, 3, 4! Lauter! 1, 2, 1 und alle mit dem Finger hoch! Mit dem Finger hoch! Denn im Rest Deutschland ist sonst nichts los! Sagt, oh mein Gott! Nun wird dann die Szene gefahren! Alle mit ihren Pläne am Arsch! Mit dem Finger hoch! Weil wir das keine Leben selbst mehr groß haben. Oh mein Gott! Wir haben das Game geflickt! Yes, what would they go shipping? Erklär mir du mal, warum man als Künstler Halb-Playback-Sachen macht. Ist es eine Sicherheit, die einem fehlt? Ist es drauf geschissen? Ist es Respektlosigkeit vor den Fans? Ist es Angewohnheit? Was wäre deine Einschätzung? Ich überlege ja immer, ob das nicht vielleicht auch einfach so eine ganz neue Kultur ist, wie man macht einen Song, man stellt den auf Soundcloud hoch und plötzlich hören das 4 Millionen Leute weltweit und plötzlich... Der hat ja vielleicht noch nie so richtig eine Show gespielt. Ich weiß es nicht. Das soll jetzt auch um Gottes Willen nicht lästern von oben herabklingen. Ich weiß es ja nicht. Aber ich finde das sehr interessant, weil man das in letzter Zeit oft hat, dass irgendwelche, auch nicht nur Rapper, auch so Indie-Blog-Hype-Bands, dann haben die so ihren Hype-Song und so ein krasses Video, was dann so der Kunststudent-Kumpel gemacht hat. Das ist alles so geil gemacht. Und dann kommen die irgendwo und spielen und man stellt dann so als Zuschauer fest, boah, ich glaube, die haben noch nie gespielt. Ich glaube, die kommen gerade aus dem Internet. Und ich glaube, da ist Martin oder auch die Orsons auch. Ich glaube, da ist man halt auch so, wir sind ja echt lange so durch die Orte getingelt. Ihr habt doch halbleere Shows sonst wo gespielt und seid dadurch alles durchgegangen. Legendäre Show in Freiburg im Zack, nee, also in so einem Keller, da waren 4 Leute oder so. Ich erinnere mich noch an die Geschichte, als ihr, glaube ich, in Offenbach zu wie viel in einem Hotelzimmer geschlafen habt, als ihr da Red Bull Music-mäßig unterwegs gewesen seid? Boah. Ich glaube, ihr habt euch von dem Merch-Geld ein Zimmer gekauft. Das war irgendwann eine legendäre Geschichte, die wieder mal die Runde gemacht hat. Wir hatten nur noch Geld für ein Hotelzimmer und da haben wir das Team Schleichinger begründet. Dann haben wir das Geld aus dem Merch-Kasten genommen, haben ein Hotelzimmer genommen und da war ich so, ey, das ist mein Merch-Geld, also ich gebe mir nicht die Blöße. Und dann haben wir
zu fünft oder zu sechst, glaube ich, in einem Hotelzimmer geschlafen. Wie weit bist du denn heute von dieser Welt von damals entfernt? Gar nicht. Die Kraftclub-Jungs und ich forcieren ja die Sprinter-Tour. Wir wollen wieder die Sprinter-Hotel-Tour. Aber das ist eigentlich einfach nicht möglich. Weil man arbeitet so lange auf Nightliner hin und dann fährst du Nightliner und bist so, oh, wir haben einen Nightliner. Und irgendwann merkt man so, ja, wir fahren aber nachts. Ja, wann sollen wir denn saufen? Aber und dann bist du so, ey, können wir nicht eine Sprinter-Tour fahren? Und dann gucken dich alle im Büro an, nein. Und dann... Sprich, man kann, aber die, der Wunsch, nochmal klein zu werden, ist bei dir auch, dann machst du es irgendwann mal so eine ganz kleine Tour. Wir machen jetzt eine ganz kleine Tour. Ja, okay, stimmt. Die ist ganz... 500er. Ja. Dankeschön, Splay! Dankeschön, Casper! Viel Spaß mit Casper! Einen großen Applaus für Kollege den Boss, bitte! Alter, das war nuts! Wie er reinkommt, ist er so. Es hat mir so sehr gefallen. Oh Gott, so schön. Hat's euch auch gefallen, bisschen? Was glaubst du, wie der Flacker heute wird? Großartig. Ich glaube, das wird amazing. Ich glaube, dass Waka Flacka Flame einer der unterschätztesten Live-Performer ist. Also einfach vor dem Hintergrund, dass er, glaube ich, eine sehr gute Live-Show haben wird mit viel Energie. Gibt ja auch die Musik auf jeden Fall her. Warst du auf dieser Kurztour? Der war auch in Stuttgart irgendwie einen Tag? Ich glaube, in Bremen war er irgendwo. Ich habe mir, also die Idee, ihn zu buchen, kann man ja mal offen sagen, kam einfach daher, dass einer meiner Mitarbeiter mir erzählt hat, der ihn gesehen hatte, wie gut der in Bremen war. Weil ich war eher so kritisch. Man denkt von so einem Künstler, das wird keine gute Show werden. Und dann hat er uns eben erzählt, wie genial das war mit einem Schlagzeug, glaube ich, und einer Gitarre oder irgendwie sowas. Und unfassbare Energie. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn das so ist, dann sollte man so ein Act auch auf jeden Fall holen, weil dann funktioniert das über die Energieschiene. Bist du froh, dass so jemand hier ist? Hättest du das jemals gedacht, dass auf dem Splash so jemand spielt? Weil ich dachte ja, als wir den gebucht haben, okay, der eine wird sich auf jeden Fall freuen. Das ist ja mein Headliner. Ja. Haben wir für dich gemacht. Das ist meine, ach, danke schön. Wir können es ja so machen, dass du jetzt jedes Jahr einen Künstler wünschen darfst. Jedes Jahr einen. Wer soll es im nächsten Jahr sein? Im nächsten Jahr? Alter, Lil B. Wie gut ist denn der live? Hast du ihn gesehen? Er war ja erst vor kurzem in Berlin wieder. Das Ding mit Lil B ist ja, dass ich kriege auch kaum immer Freunde mitzukommen, weil alle denken, dass es so eine unfassbare LOL-Veranstaltung ist. Aber das ist es nicht. Das ist wirklich richtig gut und es geht sogar bis zu einem Punkt hin, wo man sagt, es ist sehr bewegend. Okay, krass. Dann sollte man sich das im nächsten Mal überlegen. Also das erste Mal, wo der in Berlin im Cassiopeia gespielt hat, da waren vielleicht 40 Leute. Mhm. Aber die 40, die da waren so, boah. Und dann hat er jetzt im Festsaal gespielt, da waren, glaube ich, 250 oder 300. Und alle sind based. Danach ist man so based. Was ist, okay, großartig. So ein Gefühl von Glückseligkeit. Der Konrad, mein Keyboard, den habe ich da mitgeschnürt, der ist ja jetzt sehr großer Fan. Der war noch Wochen danach based. Großartig. Also sollte man das am Splash-Sonntag auf jeden Fall machen, damit die Menschen friedlich vom Gelände gehen und keine Zelte anzünden. Das Geile bei einem Lil B-Konzert ist, du weißt, er freut sich gerade mehr als du. Ja. Am Ende mal noch die Frage, wir hatten kurz über deutschen Untergrund gesprochen, VBT, wie siehst denn du das so? Gibt es für dich Namen, die du auch nennen kannst, wahrscheinlich außer A.J., die du im Augenblick verfolgst und großartig findest? Weil du bist ja auch wiederum jemand, der mir wahrscheinlich jetzt sagen kann, wer im nächsten halben Jahr dann mal irgendwann cool ist. Also willst ich, du das nicht? Ich finde ja Edgar Wasser sehr großartig. Cool. Den finde ich sehr, sehr, sehr gut. Und bin ich auch sehr gut finde, aber schon länger ist Syllable Spill, finde ich sehr super. Ja, mit diesem ganzen VBT-Zeug, das finde ich alles immer so ein bisschen schwierig, weil ich war auch mal auf so einer Show und dann treten die auf und die spielen ihre Battle-Runden, als wären das Songs. Und das hat mich... Das hat mich total verwirrt, alles, was da ist. Und die haben ja dann Millionen Klicks auch. Und die haben aber dann auch so Egos wie Millionen Klicks. Mhm. Und dann ist man irgendwo Backstage und die schmeißen Sachen durch die Gegend und ist so, jetzt nicht von oben herab, aber benehmt euch doch mal so. Müssen wir mal auf den Tisch schauen. Erstaunlich ist, glaube ich, tatsächlich, dass sowas auch wunderbar funktioniert mittlerweile. Also man hat es ja auch hier gesehen. Warst du da erstaunt? Also hast du mal gesehen, wie viele Leute da stehen, wenn die Jungs spielen? Ich habe es bei Lance gesehen. Und da war ich so, boah.
Aber Lance macht, glaube ich, den richtigen Schritt hin zu sofort, der hat sich ja dann irgendwie sofort gelöst davon, dann sofort eine EP gemacht, man steht sofort eine EP und spielt dann auch keine Battle-Runden mehr und das ist quasi wie so ein Reset. So. Mhm. Das fand ich sehr gut. Anderer Splash-Moment, den ich sehr krass fand, war übrigens, ist nicht so meine Tasse Tee, weil ich glaube, ich habe es einfach noch nicht so ganz gecheckt und mich auch noch nicht so richtig damit befasst, so richtig, aber Genetik ist ja so das Thema so. Ja. Wie viele Leute da waren und was da los war, so ohne dass ich da so im Thema bin, aber komplett neutral, war ich so richtig, richtig beeindruckt. Okay, ja, scheint... unfassbar beeindruckt. Ist offensichtlich das nächste große, neue, deutsche Web-Ding. Hab sie auch später kennenlernen, das sind sehr, sehr nette Jungs. Ich war sehr erstaunt. Ich hätte wirklich gedacht, nur so von den... Da ist man ja dann selber Fan, man sieht ja dann nur die Videos, man kennt die ja nicht. Ich hätte gedacht, das sind Shitheads, aber die sind richtig nett. Cool. Ja, dann vielen Dank. Nachher, Throne Bows, Flocker... Wir sind dabei. Und dann hoffentlich nochmal zum Album, was ja dann auch schon bald kommt. Ja, da kommst du schön bei uns in den Hinterhof. Und dann hören wir uns das mal zusammen an. Da essen wir schön einen Kuchen oder zwei. Und ich bin sehr gespannt. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich. Bis bald und wir sehen uns. Ciao.